Und darüber müssen wir reden. Und das tue ich jetzt. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Professor Tilman Meyer, Politikwissenschaftler von der Universität Bonn. Grüße Sie, Frau Bilder. Ja, was hat die Entscheidung Annegret Kramp-Karrenbauers heute, was bedeutet das für die Zukunft der Großen Koalition? Was denken Sie? Die Große Koalition ist zunächst, auch was wir von der Sozialdemokratie hören, noch nicht gefährdet. Denn auch dort hat ja ein Parteiführungswechsel stattgefunden, der verkraftbar war. So wird man das hier im Lager der CDU auch verkraften. Aber es ist natürlich eine gewisse Unsicherheit, die im Raum steht. Wer wird hier Kanzlerkandidat und welche Konsequenzen hat das vor allen Dingen? Also man legt dann den Parteivorsitz und eine Kandidatur zusammen. Aber was wird aus der weiter existierenden Kanzlerin? Wird sie weiterhin Kanzler bleiben oder wird man sie in Frage stellen und sagen, ich würde gern als neuer Kanzlerkandidat diesen Wahlkampf im Amt durchführen genau, wollen? Genau, das ist doch auch mit die entscheidende Frage. Also wer Annegret Kramp-Karrenbauer folgt, müsste ja eigentlich auch das Kanzleramt übernehmen. Wir haben heute gehört, diese Trennung hat der Partei ja offensichtlich geschadet, jedenfalls in den Augen von Kramp-Karrenbauer. Ja, wenn also diese Frage gestellt würde, nehmen wir mal an, ein Friedrich Merz sagt, ich übernehme diese Kanzlerkandidatur, möchte aber sofort auch ins Amt kommen, wird die Kanzlerin in Frage gestellt oder sie muss dann vielleicht auch ihr Amt vorzeitig räumen. Die Sozialdemokratie wird sagen, wir haben aber eine Koalition mit der Frau Merkel. Das heißt, die Situation des Wahlkampfs eröffnet sich sofort, Neuwahlen stellen sich. Das ist jedenfalls heute, Stand heute, nicht ausgeschlossen. Aber denken Sie denn, Angela Merkel würde überhaupt vorzeitig abtreten wollen? Wenn die Konstellation sich ergibt, dass die entsprechenden Bundestagsabgeordneten der Meinung sind, nur mit einem Neuansatz kommt man weiter und das sichert auch ihre eigenen Ämter und so weiter, dann wird man schon sagen, die Zeit ist seit 2005 lange gediehen und jetzt muss man einen Schlusspunkt setzen und Frau Merkel wird in irgendeiner Weise dazu gute Miene machen wollen oder müssen. Welche Schuld trägt Merkel denn überhaupt auch an dieser schwierigen Situation jetzt? Ich würde da nicht unbedingt von einer Schuld sprechen. Natürlich kann man die gesamte Konstellation nehmen und kann sagen, unter ihrer Ägide, wenn man eine Bilanz zieht, Merkel, dass es da zu dieser sogenannten Sozialdemokratisierung gekommen ist, die jetzt ein Stück weit auch wieder korrigiert werden müsste, in stärkere Einbindung von konservativen Kräften, um diesen Volksparteicharakter wieder zu beleben. Aber dass sie schuld ist, würde ich denken, ist vielleicht übertrieben, weil einfach Frau Kramp-Karrenbauer doch diverse Fehler unterlaufen sind im Laufe dieser Zeit der letzten zwei Jahre. Die haben eben einfach dazu geführt, dass sie auch in der Bevölkerung entsprechend kein gutes Ansehen hat. Was war der entscheidende Fehler? Ich glaube, der entscheidende Fehler oder das Fass zum Überlaufen hat jetzt doch diese Thüringen-Geschichte gefunden, dass sie dort sich nicht durchsetzen konnte, nicht Autorität bewiesen hat, wie zum Beispiel das bei Herrn Lindner bei der FDP gelungen ist, ist ihr nicht gelungen. Insofern war das eine gewisse Demütigung, die sie erfahren hat. Und daraus hat sie gesagt, also könnte man so sagen, das muss ich mir nicht weiter antun, sondern ich bin dafür, dass man hier wieder diese ständige Kritik, die an ihr geübt wurde, auch von ihren Stellvertretern, dezent zwar, diplomatisch zwar, aber immerhin sie war im Raum, dass man die eben dadurch ändert, dass man sagt, man legt wieder diese beiden Ämter zusammen und dann ziehe ich AKK mich aus diesem Verfahren zurück und lasse die anderen machen, moderiere das nur. Das ist an sich ein Abgang, der trotz aller Bitterkeit immerhin noch mit Ansehen verbunden ist. Dann lassen Sie uns noch mal über mögliche Nachfolger sprechen. Momentan hört man ja nur männliche Namen, zum Beispiel Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW, Jens Spahn, Gesundheitsminister. Was ist mit Markus Söder? Wer hat Ihrer Meinung nach die größten Chancen und auch die größten Ambitionen? Und Friedrich Merz natürlich, nicht zu vergessen. Ja, also jedenfalls habe ich auch keine Frau gesehen, die da im Anlauf ist. Ich glaube schon, dass NRW hier eine große Bedeutung hat, also Friedrich Merz wie auch Herr Laschet. Bei den anderen, Söder ist ein kommender Mann und hat Eindruck gemacht in den letzten Wochen und Monaten durch seine grüne Politik. Er hat sich also geöffnet gegenüber neuen Koalitionsmöglichkeiten, Perspektiven, eben auch in Berlin. Aber ich glaube, es ist noch zu früh für ihn, hier zu wechseln.
Aber dieser Wahlkampf, dieser parteiinterne findet jetzt statt oder muss jetzt stattfinden. Und die Leute werden sich alle warm laufen, die Laschets und Merz und Söder aus dieser Welt. Insofern wird also hier am Set die Sache ganz spannend zu beobachten bleiben. Und wir bleiben dabei und wir werden uns vermutlich noch häufiger hier im Studio darüber unterhalten. Vielen Dank, Professor Mayer. Dankeschön.